hasse dich, Frost. Uiuiuiui. Ach, wunderbar. Ich liebe diesen Ausgang. Dich. Diese Daru-Unfähigkeit, diese Jalan-Unfähigkeit. Ach, oh, Junge, mir geht das Herz auf. Gut, wir haben ihr könnt viel euch zu lange mal gemacht. Sonst wird ihr alle am Arsch. Es geht ich weiter möchte weinen. Um 20 Uhr. Weißt du, und dein Grüß zu sehen. Tja, könnt ihr mir dann berichten, was ich getan habe. Fuck! Ich hab das Endurium versteckt, Daru hat Jala hat versagt, wunderbarer Abend. Hallo, ich hab das Endurium gerettet und euch, ja. Das heißt, ein Laufgang für mich. Andererseits will ich sagen, du Pisser hättest es auch nicht besser gekonnt. Andererseits will ich dieses wirklich nicht auf die Probe stellen. Sei froh, dass der Pisser dabei war, sonst hätte man sich das vielleicht anders überlegen. Rodrigo! Alles gut gelaufen, würde ich sagen. Ich hab was aufs Brot zu schmieren für Jalan, wunderbar. Aber solange das Einzige ist, was du aufs Brot schmierst, kannst du das gerne tun. Wenn Eva da ist, jetzt noch Zweifel. Du bist an jedem Toten schuld jetzt hier in diesem Lager, ne? Herr im Himmel, passiert. Komm damit klar. Ich komm damit klar, aber ich will nur damit ausdrücken, dass ein guter Anführer es besser geschafft hätte. Kinders, ich bin so kurz davor zu sagen, mach's doch selber. Das lässt mich meine Pisserigkeit nicht zu. Ach komm, zwei zum Tote, das geht doch so noch. Arrogant, sie das nicht zulässt. Bin so ich wollte gerade sagen, wer ist denn jetzt tot? Geron? Und irgendein Sklave. Und irgendein Sklave. Und Dünner. Der von da ist mitgelaufen, denn schließlich hat der Mann ja geschrien, wir gehen freiwillig mit. Hör mal, das war aber die richtige Entscheidung, denn von denen wird allen erwartet, dass sie sich freiwillig melden. Wenn wir gesagt hätten, nö, wir wollen nicht, hätten sie entweder uns erst recht geschickt oder uns erstmal eine Schelle hingegeben. Und das wäre wieder auffällig gewesen. Eigentlich können wir froh sein, dass die ganzen NSCs mit dem mitgegangen sind. Das können wir richtig holen, weil sonst rennen jetzt alle weg. Ja, exakt. Aber was eigentlich mit Hoke? Mein Plan hätte funktioniert. Was wäre denn dein Plan gewesen? Sag, was hättest du an meiner Stelle getan? Wir wären alle wir wären alle hier sauber rausgekommen. Über die Leine. Sag es mir, ich weiß es nämlich nicht. Ich habe mir den Kopf zermartert und bin auf nichts gekommen. Irgendjemand hätte mir hoffentlich gesagt, dass ich die Leiter da lassen soll, dann wärt ihr über die Leiter weggekommen. Ja, das hat Rodrigo und ich nicht hinbekommen. Das hätte Rodrigo tun können. Sag nicht, das hätte er besser niemand gemacht. Müsste sterben. Niemand müsste sterben. Also das kann er sich auf die Butter schmieren. Es war ja auch mein Plan und du hast ihn dann umsetzen wollen, aber es hat nicht geklappt. Oh, ich ärgere mich so richtig, dass Janus nicht da ist. Ne? Der hätte diesen Plan so richtig kaputt gemacht. Und versaut! Der weil hätte, also mich ohne gehört Witz, hätte oder was? Ohne Witz, 10 Leute verschwinden und unter den 10 Leuten ist auf alle Fälle Ephadaios mit seinem Effortbart. So nach dem Motto, ich spring halt mal aus dem Gebüsch, rufe, hallo, wir haben das Endurium. da wird er erstmal geschnetzelt. Oder, die 10 Leute sind raus. Der Typ, also das hätte ich ja gemacht, steht dann unten und kratzt sich am Kopf, deutet nach oben auf den Turm. So nach dem Motto, das hatte ich Johnny hatte ich das schon vorgelesen. So nach dem Motto, das ist das Zeichen. Er kratzt sich jetzt halt zwar nicht zweimal im Hintern, einmal rechts, einmal links, aber er deutet halt oben auf den Turm. Das ist halt das falsche Zeichen, aber das hätte auch eben gereicht, damit das total in die Hose geht. Ich hätte mich so gefreut, wenn er diesen Plan ruiniert. Ach, Frosty. Also, ernsthaft? Als Dorkstein da steht und sagt, Verräter, war dir das noch nicht genug, Plan ruiniert? Das wäre vorher passiert. Das wäre sozusagen Szene 1 am Anfang des Abends geworden. Aber mal im Ernst, Frosty, wenn ich jetzt nicht Kasim gesagt hätte, hier spreng die Kühe und spreng die Brücke, wären die dann auch so einfach daraus gekommen? Dann hätte ich mich erstmal mit Dorkstein duelliert. Ja, also ich werde euch die Wette von Dorkstein. Hat das überhaupt irgendeinen Zweck, dass ich das gemacht habe? Also, sein Zweihände macht 2W6 plus 7 TP, würfelt er einen Pasch, dann explodiert die Würfel und der würfelt nochmal. seine Lebenspunkte liegen bei 92, seine Magieresistenz bei 15, also Beherrschung ist auch nicht so geil. Er hat einen vollendeten Kampfstil, das heißt, er kann nicht patzen bei einer 20, wobei das gegen Geweihte unwirksam ist. Er hat eine bluttrinkende Waffe, das heißt, die TP, die er macht, beziehungsweise die SP, die er macht, die bekommt er als Lebenspunkte dazu. Also aus den 50 Lebenspunkten von Jalan nascht er sich nach oben und steht dann irgendwie mit 150 Lebenspunkten da oben. Also ich sag mal, das geht nicht über das Maximum hinaus mit dem Bluttrinken. Wie weißt du denn, was sicher? Er für ein Maximum hat? Ja, und vielleicht er kriegt dann die Hälfte der Hälfte der Schadenspunkte. Aber ist doch egal. Er kriegt, diese Bluttrinkerwaffen sind trotzdem super. Also ich wette, 3 Runden hätte ich geschafft. Die Frage ist ja nicht, dass er viel Schaden macht, sondern ob er dich getroffen hätte, was er für eine Attacke Parade wäre. Das ist das einzig Wichtige. Und ob er Waffenmeister hat. Ich meine, vollender Kampfstil, was hat er? 25? In der Attacke?
Er hat hier laut Buch 19, aber das habe ich hochgesetzt, weil das ist halt Blödsinn. Wenn du eine Attacke von 19 hast, dann kannst du halt auch gar keine tollen Manöver machen, sowas wie Finte 10 oder so. Deswegen habe ich das Ich mal meine, nach oben gesetzt. selbst ich habe doch schon 21. Genau deswegen, Genau also das deswegen. macht keinen Sinn. Das sind hier die alten, das Abenteuer ist A105, also das ist dementsprechend alt und noch DSA 4.0 oder ja. Ach, gab es da nicht mal eine Neuauflage für 4.1? Ja, schon, aber nicht von diesem Buch. Ach so, nicht von Also dem die Bücher einzelnen. sind Ach, einfach den das. nur eingescannt und dann neu hochgeladen bei Ulysses. Ach so, okay, ich dachte, die hätten da auch vielleicht mal irgendwie das ein bisschen überarbeitet. Oh nö, scheinbar nicht. Danke, Ulysses, danke. Echt geile Arbeit. Aber dass die Leute da so einfach rausrennen konnten, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, ich hätte gedacht, da wäre Ja, aber irgendwie. Moment, das liegt ja auch nur daran, dass jetzt keine Wachposten da sind, sonst hätten die euch mit Kurzbogen malträtiert. Also, Warum waren da hätte keine ich. Wachposten da? Das habe ich irgendwie verpasst. Die Ja, hätten uns gekriegt. weil die Kiste einmal aufgebrochen wurde und dann hieß es, Endurium ist weg. Ich weiß nicht, wie viel Ausdauer ihr so mit euch rumschleppt, aber die hätten uns gekriegt. Zumindest Dorkstein. Also, ohne Schall. Ja, Dorkstein hat eine Ausdauer von 109. Ja, er kann irgendwie fünfmal so lange rennen wie wir und ist dann immer noch in Atem. Ja, Er aber wenn du das sprintet aufteilen, kann er stundenlang. trotzdem nur einem hinterher, dann für die anderen hat die Spur Ja, der holt verloren sich oder so. Jalan. Achso, genau, das könnt ihr euch schon mal. Ach, nee, das mache ich nachher dann. Darf ich mir jetzt irgendwie fein 50.000 aufschreiben? Nee, ich gebe euch nachher allen gesucht, beziehungsweise denen, die dabei waren, so Wascha nicht, weil Wascha Ich weiß halt nicht. keiner. La la la. Aber die anderen kriegen halt später alle gesucht. Ach, jetzt habe ich gar nicht. Doch, Jalan, du hast An natürlich der doch. Brücke hat er doch Washer Rennen gerufen. Stimmt. Ja, Oh! woher soll er denn wissen, wer Washer ist? Ja, es wird halt Ah. gesucht nach einer Wascha. Keiner weiß, wer das ist, Ist das aber. euer Ernst, Leute? Wie lame ist das denn? Finde ich super. Nee. Es wird jetzt gesucht nach Also, Kamrodgar, nee. das ist toll. Es wird halt Washer natürlich sind nach drei. einer Wascha Die waren gesucht. überhaupt nicht in meiner Nähe. Ich habe nur in einen runtergetackelt und ansonsten hat mich niemand gesehen und niemand gehört überhaupt. Ja, Das Washer ist sind hier. Ich habe die Szene, ich hab die Nein, Szene für, auf keinen. ich hab die Szene für Jalan vergessen. Die hat mir Johnny vorhin extra noch so schön genannt. Ich dachte mir, ah, verdammt, jetzt habe ich sie vergessen. Du hättest nämlich noch, wenn du oben in die Kaserne gegangen bist, hättest du noch den Befehl bekommen, ja, schau dir mal die Steckbriefe an. Vielleicht ist was Neues dabei. Die haben wir gerade von Azeri Scharlachkraut bekommen. Und da wäre halt ein schönes Porträt von dir dabei gewesen, mit einem einäugigen Jalan, der gerade, ja, da rumsteht. Ja, aber Also, von Ragnar auch, oder? genau, von Ragnar und von Jalan. Ich fand die Anfangsbesprechungszeit ein bisschen kurz. Wir hatten wirklich keinerlei 10 Minuten gehabt, um uns zu besprechen mit den Worten von wegen jetzt Ich hier. weiß, Was war's? ich Das war weiß, extra, extra. glaube ich. Ich Ja, das weiß, war. aber. Ihr habt euch letztes Mal beschwert, es ist so wenig Spannung. Also hat er heute Druck gemacht ohne Ende. Ich fand's gut, ich fand's echt gut. Also, okay, ich war auch nicht Wirklich? wirklich in Denn ich muss Gefahr, jetzt erstmal aber. gehen und mir die Unterwäsche wechseln. Vor allem, ich fand das auch so gut mit diesen 10 Punkten ansammeln, dass ihr halt 10 Proben, und ihr wusstet halt nicht genau, wie viele habe ich denn jetzt schon versaut. Und Wie gerade mit viele? eurem Charisma-Wert irgendwie bei 8 oder bei 7, das habe ich bei Rodrigo eben noch gesehen, ja, dann lügt halt mal. Wie viele Proben haben Aber wir ihr könnt ja auch versaut? mal Menschenkenntnis dagegen proben mit ihrem Schleiß-Charisma-Wert, der auch um 4 Punkte gesenkt ist. Aber da würdest du ja nicht, weil die würden nämlich auch keine Probe schaffen, Frosty. Ist mir egal. Ist Ich mir weiß, du hast es von egal. unserer Probe abhängig gemacht, aber du hast das eben. Du spielst das Spielchen in eine Richtung, aber nicht in beide. Das ist Ja, ziemlich unfair. kannst dich ja Donnerstag bei mir rächen, aber Tu ich doch auch, tu ich doch was ich auch. Sonntag mache. Mach ich doch auch. Ich meine, du kannst ja eine Gegenrunde aufmachen und dann machst du alles besser. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, donnerstags bei euch mitzuhören. Das tut mir sehr leid. Aber hast du doch da selber was, oder nicht? Deshalb ja. So, also ich bin auf alle Fälle ziemlich durchgeschwitzt, aber ich hatte Spaß heute. Wir sind Ja, nicht spannend fertig, war es ohne Frosty. Ende. Glaub nicht, du kommst jetzt davon. Also ich muss sagen, mir hat das heute Spaß gemacht. Ich hatte selber keine Ahnung, wie es losgeht, weil ich wusste einfach nur, ich will Ephadarius herauskriegen, weil der sollte nicht im Lager sein. Das war aber auch schon auch geplant, als Janus dann eben noch dabei war und das hätte ich echt gerne gesehen, wie Janus dann diesen Plan ruiniert. Ich nicht. Aber Doch. jetzt mal Butter bei die Fische. Rodrigo, was hättest du an meiner Stelle getan? Denn ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, dass wenn ich persönlich direkt auf die Idee gekommen wäre, ohne was mitzuteilen, wahrscheinlich hätte ich an die Strickleiter gedacht und hätte gesagt, so jetzt alle Mann sammeln aus der Strickleiter raus, oder ich hätte da genauso gestanden wie du.